Leute, heute geht es weiter mit dem Teil 2 in der Zombie-Apokalypse. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann checkt den sehr gerne aus. Ansonsten, heute wird es wieder ultimativ, denn wir werden heute unseren Bunker fertig bauen und uns endlich unsere erste Basis somit einrichten. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, es wird sehr abenteuerhaft. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Aktiviert die Glocke und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, und damit, ihr seht schon, wir sind zurück in der Zombie-Apokalypse und da kommt schon der Erste. Ja, ihr seht es, Leute. Es hat sich nicht viel getan hier. Ich bin hier jetzt gerade kurz für das Intro zurück ins Dorf. Das, falls neue Leute eingeschaltet haben. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir angefangen. Es ging los hier in einem Dorf, wo uns sehr viele Zombies attackiert haben. Ich habe aber tatsächlich die ganzen Spawner hier schon abgebaut, weshalb hier nicht mehr allzu viel los ist. Mir fällt gerade ein, ich ziehe erstmal ganz kurz meine Rüstung wieder an und ich überlege gerade, wir können eigentlich diese Endstäbe mal mitnehmen. Also, eigentlich, oder? Ja, komm, nein, wir lassen die hängen. Also, weil, ihr wisst ja, ich wollte heute die Basis fertig bauen, unseren Bunker, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Und bevor wir das machen, wollte ich ganz kurz die Insel hier nochmal in Ruhe durchschauen, da halt jetzt hier nicht mehr so viel los ist, da andere Spawner gecleant sind. Und wir hier jetzt ein bisschen mehr Ruhe haben, um uns hier alles anzugucken. Ich hätte sogar gesagt, wir bauen vielleicht sogar die ganzen Eisengitter mal ab und nehmen die einfach mal mit, da wir die eventuell tatsächlich sogar für unsere eigene Base dann verwenden können. Deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht gar nicht so dumm, die Eisengitter mal abzubauen. Perfekt, da kommt der Nächste. Batz, Junge. Also, Leute, falls ihr, wie gesagt, Teil 1 noch nicht gesehen habt, checkt ihn sehr gerne aus. Ich packe euch doch einfach mal direkt einen Link in die Beschreibung rein. Da könnt ihr einfach draufdrücken und dann kommt ihr auch direkt zum Teil 1. Ja. Ihr wisst, letzte Folge, also die, die letzte Folge gesehen haben, die wissen, war alles ein bisschen chaotisch, da halt, ja, ich noch keinen Plan hatte, was ich überhaupt machen muss. Ich war sehr überfordert, da hier wirklich alles voller Zombies waren. Also, ihr seht jetzt hier mal ganz kurz eingeblendet, die letzte Folge ganz kurz, was da hier teilweise abgegangen ist. Also, ihr seht, da waren so viele Monster teilweise, das war echt grauenhaft. Aber egal, ich habe mich jetzt ein bisschen zurechtgefunden und deswegen baue ich jetzt hier einfach mal ganz in Ruhe die Eisengitter ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oh Gott, wo kommt er denn her? Digga. Junge, keine Ahnung, wo der jetzt herkam, Alter. Tschüss! Oh mein Gott! Digga. Sonst, ich sehe gerade, wo habe ich eigentlich den Grasblock her? Lehmiger Grasblock. Das ist ein lehmiger Grasblock. Also Leute, es gibt ja auch, ihr seht schon, ganz viele neue Items auch. Es gibt verschiedene Waffen und so. Es gibt Handgranaten. Wahrscheinlich auch Gewehre und so. Aber die muss man halt noch finden, ne? Ansonsten lebt der Kopf hier einfach weiter. Der springt da einfach so rum, Digga. Ich fasse es nicht. Digga, oh mein Gott. So wie es aussieht, geht auch die Sonne langsam unter. Das heißt, wir gehen am besten jetzt doch schon gleich mal zurück zu unserer Base und bauen die dann schnell fertig, bevor es dunkel wird. Ich habe jetzt hier, ja komm, wir nehmen vielleicht noch ein paar von diesen Steinziegel hier mit. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Nehmen wir noch ein paar von denen mit. Crafting Table und ein paar Fackeln. Truhe nehme ich noch mit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Leute, laufen wir mal lieber schnell zurück zu unserer Basis, denn die ist jetzt gar nicht so nah dran. Also wir müssen schon ein bisschen laufen trotzdem. Ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht allzu viel los ist, weil es wird dunkel und ich würde eigentlich, bevor wir anfangen zu bauen, doch schon gern mal wenigstens kurz schlafen, ne? Ich weiß gerade gar nicht. Da hinten ist unsere Base, Leute. Oh, wir müssen uns echt beeilen. Es wird nämlich echt gerade schon dunkel. Eieiei, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ey, ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nicht so viel los ist, ne? Ich hoffe einfach mal, dass da jetzt nicht so viel los ist. Ansonsten, wir clean mal kurz noch in unser Inventar, was ich alles nicht brauche. Ich brauche keinen lehmigen Grasblock. Lehmige Erde brauche ich auch nicht. Ja, okay. Wobei doch, das ist ein bisschen mehr Erde. Die behalten wir mal. Okay. Hier sieht es gerade noch clean aus. Das soll am besten auch so bleiben. Okay. Dann schnell hoch auf unseren Turm. Und dann legen wir uns da mal am besten ganz kurz schlafen. Zack. Okay, und dann schlafen wir einfach schon mal die erste Nacht, meine Freunde. Und dann können wir jetzt hier direkt mit unserem Bunkerbau weitermachen. Ansonsten sieht es sogar gerade relativ gut aus. Ich sehe bisher einen Zombie, aber das wird sich, denke ich, relativ schnell ändern. Ja, ihr seht schon, da kommen direkt die ersten Zombies. Ja, wir haben hier einige Sachen drinnen. Die müssen wir dann nach unten verlagern. Das könnte sehr, sehr ätzend werden. Aber ich nehme das Bett schon mal mit. Und den coolen Stuhl nehmen wir auch mal mit. Und dann gehen wir direkt schon mal runter. Ich muss tatsächlich gucken, wo der Eingang war. Boah, wo war jetzt der Eingang? Das ist jetzt die Frage, Leute. Irgendwo hier muss ein Eingang gewesen sein, wo man in den Bunker rein konnte. Ich glaube, da vorne ist er, ja. Und den möchte ich ja verwenden, den Bunker. Den bauen wir ein bisschen um zu unserem eigenen... Perfekt. Ja. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass wenn es da drin dunkel ist, dass da jetzt die ein oder anderen Monster sich eingenistet haben, aber nicht mit mir. Wir müssen halt hier drin mal ausleuchten,
dass hier nicht so viel Zombies spawnen. Okay, ich nehme jetzt hier mal ein paar Fackeln und leuchte jetzt hier schon mal so grob aus. So, also ihr seht, das ist ein Bunker und den Bunker möchte ich halt umbauen, dass wir den Bunker schlussendlich dann für uns selber halt nutzen können. Das ist mein Plan. Ja, also, ich würde sagen, wir benutzen am besten diese Redstone-Lampen mal dafür. Genau, hier ist ja genug Redstone. Die sind ja schon, die waren ja schon vorher da. Das heißt, wir nutzen die jetzt einfach mal und machen das Ganze nämlich ganz simpel folgendermaßen. Ich nehme jetzt einfach hier mal das Redstone. Zack. Wir machen das ganz simpel. But. Dann sollten die eigentlich angehen, die Lampen normalerweise. Oder braucht man dafür Repeater? Eigentlich nicht, oder? Ich gucke jetzt mal. Also das funktioniert. Das funktioniert auch. Ah, okay, wir müssen das so machen. Okay, so funktioniert es. Das ist schon mal sehr gut, weil dann haben wir nämlich hier schon mal relativ gutes Licht eigentlich, bin ich der Meinung. Ja, das sieht doch relativ cool aus. Ansonsten, wir haben ja auch Monster drin, die wir eingesperrt haben. Die können wir eigentlich da drin lassen erstmal. Aber ich will diese Redstone-Lampen noch hier ein bisschen einbauen, da wir diese Redstone-Lampen halt gut verwenden können, um hier alles schön auszuleuchten. Ne? Ansonsten keine Ahnung, wo es hier hingeht. Aber ich baue das auf jeden Fall auch mal zu. So, als ihr seht. Digga, ich muss auch diese Zombies hier mal umbringen. Die machen so einen Krach. Das ist so am Nerven. Digga, oh mein Gott. So, hier schreit auch irgendein Monster rum. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Aber ich baue das hier einfach mal zu. So, okay. Also Leute, ihr seht schon, wir richten uns aus dem Bunker hier schon schön ein. Ist auch die ganze Zeit überall so Kameras. Wir bräuchten mal einen Monitor, dann können wir auch die Kameras benutzen. Ah, lol. Das mit den Lampen ist schon cool hier mit dem Bunker, finde ich. Das ist schon nice. So, ansonsten, sind das alles Eisenblöcke? Boah, geil. Leute, das sind alles Eisenblöcke hier. Das ist sehr gut. Dann bauen wir die nämlich alle mal ab und dann können wir uns geile Eisentools craften. Da sind auch ganz viele Redstone-Blöcke. Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Aber ich baue das einfach alles mal ab. So. Ey, das ist so viel Eisen, was wir jetzt dadurch bekommen haben. Das ist voll geil. So, und noch eine Redstone-Lampe hier halt, ne? Dann bauen wir das mal zu. Und dann hätte ich gesagt, machen wir hier einfach noch so eine Redstone-Lampe jetzt hin. But, genau. Den können wir eigentlich abmachen. Boah, also ihr seht, unsere Base macht sich hier langsam, ne, Leute? Das ist schon sehr, sehr gut, also dass wir die hier so ein bisschen für uns selber einrichten, ne? Ich finde hier noch nicht ganz zurecht. Das ist relativ groß alles hier. Aber was ist denn hier oben? Hier oben ist auch noch irgendwas. Hier ist auch irgendeine Redstone-Schaltung hier oben, aber egal. Die ignorieren wir jetzt einfach mal, die Redstone-Schaltung. Ich mache da oben jetzt einfach nochmal eine Redstone-Fackel hin und nochmal so eine Lampe. Weil die Lampe können wir eigentlich mittig hin machen. Wir machen die Lampe mal eins nach drüben, Leute. So, genau. Ansonsten, hier sind auch noch so Eisenblöcke. Digga, hier ist so viel Eisen. Das ist so komplett free Eisen alles für uns. Auch hier ist auch wieder so Redstone. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber egal. Also so free Eisen nehme ich gerne mit. So ist nicht. Okay, Leute. Warte mal. Da. Das ist Monitor. Ja. Let's go. Wir haben endlich einen Kameramonitor, Leute. Das ist so gut. Wisst ihr, was das heißt? Diesen Kameramonitor. Damit können wir jetzt hier die Kameras verbinden. Das ist so smart. Das heißt, passt auf, Kamera 1. So, Digga, geil, 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 geil. Machen wir hier Kamera 2 und, Moment, Kamera 3. Und jetzt, meine Freunde. Ja, ich hab den Monitor kaputt gemacht, Leute. Ich habe ihn kaputt gemacht, glaube ich. Nein! Das müssen wir uns in Ruhe mal anschauen. Kann doch sein, wir müssen ihn erst reparieren. Ja, der ist, glaube ich, kaputt, so wie es aussieht. Okay. Aber gut, gut zu wissen, dass wir schon mal einen Kameramonitor haben. Und jetzt muss ich mal ganz kurz unseren Eingang nochmal suchen. Also ihr seht, Leute, unsere Base ist halt schon geil, dass wir jetzt hier so eine kleine Base haben. Ich mache auch hier vielleicht mal ein bisschen Eisen hin, damit wir hier vielleicht uns auch so ein bisschen nochmal so eincagen können, sage ich mal. So. So, also hier geht's jetzt zu unserem Bunker rein, meine Freunde. Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr geil für den Anfang hier. Ich glaube, hier können wir alles sehr, sehr geil einrichten, bin ich der Meinung. Oh Gott, wo kommt er denn her? Digga, wo kommen die alle her? Digga, wo kommen diese ganzen Zombies her, Leute? Haben wir noch irgendwie dunkle Stellen oder so, wo die spawnen können, oder was? Woher kommen die alle? Lol, die sind hier eingebrochen. Hier ist ein übelst langer Gang. Okay, das ist halt nicht gut, Leute. Das ist halt gar nicht gut, dass wir so einen langen Gang hier haben. Ja, das müssen wir unbedingt ändern. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ausleuchten. Ich habe noch eine Redstone-Lampe, die könnten wir provisorisch erstmal hier. Hört sich das gerade nur so an oder graben sich gerade Zombies zu mir runter? Also ich fühle mich immer noch nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich sagen, Leute. Aber egal. Ich würde einfach jetzt schon mal anfangen hier. Ja, Digga, buddeln die sich gerade zu mir runter? Wartet mal. Buddeln sich gerade Monster zu mir runter? Die schlafen jetzt erstmal, Leute. Ich kann nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Jetzt, okay. Leute, wir müssen jetzt erstmal schlafen legen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich ein paar Monster zu uns runterbauen. Warte, ich gehe mir das mal draußen anschauen. Hier. Lol. Versuchen sich hier runter zu buddeln, kann das sein? Okay. Also ein paar haben anscheinend da ein bisschen rumgebuddelt.
Hier. Es gefällt mir hier nicht so richtig, dass sie sich hier so rumbuddeln. Das ist nicht gut. Aber okay. Wir müssen jetzt mal langsam unsere Sachen von da oben umlagern. Und dann gehen wir gleich nochmal draußen die Welt ein bisschen erkunden, weil es gibt ja, wie gesagt, noch einiges zu erkunden, ne? Aber okay, also mich würde es auch echt mal interessieren, ob es hier vielleicht noch so außenstehende Menschen gibt, die wir vielleicht noch finden könnten, so andere Überlebende, die uns dann eventuell vielleicht helfen. Aber okay. Wir gehen jetzt erstmal hoch zu unserem alten, ja, ich sag mal, unserer alten kleinen Base. Und holen uns da jetzt mal schon die ein oder anderen Sachen. Und zwar, was können wir gebrauchen? Was ist wichtig? Also wir brauchen auf jeden Fall dieses komische Buch. Ja, dann, ich weiß nicht, Wolle, das Eisen nehme ich noch mit. Hier haben wir noch Holz, das können wir noch mitnehmen. Ansonsten eine Truhe. Aber sonst ist hier gar nicht ganz viel Fleisch. Okay, Fleisch vielleicht noch mitnehmen, aber sonst ist hier jetzt gerade gar nicht... was ist denn das hier? Ist ein Blatt Papier? Was steht denn hier drin eigentlich? Das ist irgendein Buch, das brauchen wir eigentlich nicht. Das kann eigentlich weg. Ja, okay. Dann nehmen wir Maxi noch diese Redstone-Fackel mit. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt unten, wie gesagt, unsere Base schön einrichten, ne? So. Also Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr unseren Zombie-Bunker findet. Aber ich denke, von den Anfang ist ja gar nicht so schlecht. Wir müssen halt hier, wie gesagt, alles schön ausleuchten. Digga, irgendwo sind ja ganz viele Monster. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir machen jetzt hier erstmal eine neue Lampe rein. Digga, von wo kommen diese ganzen Monster? So, okay. Und dann bauen wir jetzt hier, wie gesagt, schon mal unser kleines Lager auf. Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht hier so eine kleine Truhe uns hinstellen und da jetzt schon mal ein paar Sachen reinmachen. Und ganz wichtig, wir bauen uns jetzt hier erstmal schnell noch ein Crafting-Table hin, genau. Und dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Eisen und uns jetzt endlich einen Amboss, denn ich möchte was testen. Haben wir jetzt hier einen Amboss, Freunde, den können wir ja meinetwegen hier hinmachen. Und ich habe hier so ein Buch. Ich will jetzt was testen. Was ist das? Alter Schinken. Ihr müsst damit, muss man doch irgendwas machen können mit diesem alten Schinken. Schärfe. Schärfe 5. Leute, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare. Oh nein. Oh mein Gott. Digga. Digga, was? Digga, was? Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich damit machen kann. Aber ist das gerade wirklich passiert? Digga, der hat sich so straight durchgebaut. Ich fasse es nicht. Also Leute, ihr seht, ganz sicher sind wir nie. Der hat sich da einfach durchgebaut, der Zombie. Ich fasse es nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich mit diesem Buch machen kann. Also irgendwas muss man damit ja machen können. Vielleicht braucht man dafür irgendeinen speziellen Arbeitstisch oder so. Aber egal, wir machen das erst dann wieder rein, das Buch. Aber okay, was wir auf jeden Fall als nächstes machen, ist uns eine Eisenhose craften und Eisenschuhe. Jetzt sind wir schon mal um einiges mehr geschützt. Das ist schon mal wichtig. Anfang, dass wir gut geschützt sind. So. Ansonsten Electric Box. Keine Ahnung, was uns die bringt, aber ich setze sie einfach mal dahin. So. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass sie sich hier irgendwie runterbauen. Aber okay. Auf jeden Fall, Leute, wir haben schon mal eine relativ gute Rüstung. Das ist schon mal wichtig für den Anfang. Aber was ich sagen wollte ist... Digga, was zur Hölle geht hier ab? Digga, also ich habe gerade kein gutes... Das kommt von da unten oder so. Lol. Was geht da ab? Tschüss! Was geht denn hier? Oh mein Gott! Digga, wo kommen die alle her? Leute, was geht da? Huh? Woher? Woher kommen die ganzen Zombies? Digga, was? Digga, was zur Hölle? Digga! Er hat sich gerade, glaube ich, wirklich hier lang gebaut. Guckt euch das an. Hä? Er hat sich ein Zombie... Digga, das ist gerade unvorstellbar. Er hat sich ein Zombie komplett straight lang gegraben. Digga, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Also, Leute, ihr seht, ich bin hier wirklich gefühlt nirgendwo sicher. Ein bisschen nirgendwo sicher. Ihr seht es. Selbst hier in unserer Basis müssen wir immer die Ohren steif halten, weil hier kann auch immer was passieren. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es jetzt selber gesehen, Leute. Wir sind hier nie 100% sicher. Digga, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Das hat mir gerade echt Angst gemacht, dass da auf einmal unter uns so 5 Milliarden Zombies waren. Digga, das ist schon crazy. Aber okay, wir müssen jetzt erstmal hier noch überall ein bisschen besser ausleuchten, ne? Deswegen mache ich hier jetzt mal auch noch eine Redstone-Lampe hin. Hier vielleicht auch noch eine. Digga, und ansonsten müssen wir echt mal gucken, was wir machen, damit wir das hier noch sicherer bauen. Weil ihr seht, wir sind nirgendwo 100% sicher. Nirgendwo. Und das macht mir halt... Ich kann da nicht beruhigt schlafen, wenn ich weiß, okay, es kann jeden Moment hier irgendwie ein Zombie eindringen. Damit kann ich halt echt nicht schlafen, sage ich ehrlich. Aber okay, deswegen entspannen wir uns erstmal, stellen uns hier auf entspannten Stuhl hin und dann relaxen wir erstmal, Leute. So ein Ding ist das. Aber okay. Was wir jetzt machen ist, wir bauen uns jetzt hier erstmal einen Ofen. Beziehungsweise bauen uns ein paar... Digga! Wo
Woher? Bro, woher? Digga, ich bin sprachlos. Bin geschockt. Die bauen sich einfach durch die komplette Erde durch, die Zombies. Ihr habt das selber gerade gesehen, Leute. Ihr habt das mit euren eigenen Augen gesehen. Digga. Aber wie gesagt, ich baue mir jetzt erstmal hier einen fetten Bunker rein. Auch hier das ganze Holz tauschen wir mal mit Stein aus. Denn Stein ist wesentlich massiver als Holz. Aber Digga, dass hier überall jetzt Zombies rumrennen, macht mir echt keine Freude. Leo ist erstmal schlafen, weil ihr wisst, in der Nacht ist sowieso immer alles schlimmer als am Tag. Aber okay. Ich mache uns jetzt mal noch kurz eine Treppe hier. Digga, wartet mal. Was geht denn hier draußen ab gerade? Was geht denn da draußen ab? Wartet mal, was geht denn da ab? Stopp mal ganz kurz. Habe ich das richtig gesehen? Lol. Warte, nein. Stopp. Das kann jetzt nicht wahr sein. Digga. Oh mein Gott, die wollen sich in meine Base reingraben. Ihr kleinen Ehrenlosen. Nimm das, Junge. Was? Die wollen sich alle in meine Base reingraben. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie die sich hier elendig versuchen reinzubauen in meine Base. Digga. Wir müssen hier echt alles mit Stein zumachen. Sonst kommt hier echt alle rein noch. Junge, ich fass es nicht. Das kann nicht sein. Das kann doch echt nicht sein, dass sie sich hier alle versuchen, in meine Base reinzubauen. Die riechen mich über 5 Kilometer Entfernung oder was? Junge, das gibt's nicht. Auch hier? Woher kommt ihr denn alle? Auch hier versuchen sich ja elendig reinzubauen. So ekelhaft, wie sie sich versuchen, hier reinzubauen in meine Base, ne? Digga, wir müssen den Bunker... Also ich glaube, desto mehr Platz zur Decke ist, desto sicherer sind wir. Deswegen müssen wir hier alles echt schön zubauen. Aber okay, Leute. Wir gehen jetzt erstmal noch ganz kurz ein bisschen Essen braten, ne? So, wir braten jetzt kurz noch ein bisschen Essen an, hätte ich gesagt. Und dann erkunden wir auch direkt mal weiter. Aber Junge, ich bin sprachlos, dass sie hier einfach alle reinkommen. Digga, das kannst du dir eigentlich echt nicht ausdenken, ne? Boah, krass. So, das heißt, nehmen wir jetzt hier ein bisschen Kohle. Und dann machen wir in jeden Ofen einmal 10 Kohle rein. Was? Und dann teilen wir das perfekt auf. Guckt euch das an, wie perfekt. Hier 10, da 10, da 10 und da 10. Das heißt, jetzt braten wir schon mal ganz viel Essen an. Und was wir parallel vielleicht auch machen sollten, ist vielleicht uns ein Schild zu bauen tatsächlich. Ich glaube, ein Schild wäre auch mal eine schlaue Investition hier in der Zombie-Apokalypse, wenn ich gerade so ein bisschen nachdenke. aber Leute... Es ist echt krass, was hier abgeht, ne? Digga, das ist echt nicht mehr normal. Aber okay. Die Frage ist, was bauen wir hier am besten alles rein, damit unsere Base noch sicherer wird? Mal mir so einen Plan überlegen, wie wir hier wirklich alles, ja, so 100% sicher bauen können. Digga, ihr hört überall. Überall sind diese komischen Monster. Die bauen sich schon wieder rein. Ich höre das doch. Ich höre das doch. Ihr kleinen Ekligen. Ich höre das doch, wie ihr euch da versucht reinzubauen in meine Base. Ihr Ekligen. Hier, aber ich baue jetzt hier alles zu. Und dann haben die gar keine Angriffsfläche mehr hier, wenn ich hier alles zubaue. Ich brauche nur genug Abstand und dann kann hier niemand mehr rein in die Base. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir halt hier eine relativ dicke... Ja, wir müssen hier, glaube ich, noch... Hier ist ein bisschen wenig Platz noch. Aber wir müssen halt gucken, dass wir eine relativ dicke Decke haben, damit die uns nicht so einfach durchriechen. Weil ich glaube, die machen das alles über den Geruchssinn. Und desto mehr Decke dazwischen ist, desto sicherer sind wir. Und schaut, dieser Bunker ist jetzt so dick darunter. Also wenn wir jetzt nicht sicher sind, dann weiß ich echt auch nicht mehr weiter, Leute. Unser Essen ist fertig, das ist sehr gut. Und dann schauen wir direkt mal, ob wir jetzt hier mit den Erzen was anfangen können. Wir braten jetzt mal so ein komisches Erz. Wir haben auch oben noch ganz viel solche Erze in unserer alten Base. Da müssen wir eigentlich auch mal schauen, was wir damit noch anfangen. Und dann gehen wir direkt mal ein bisschen weiter die Welt hier erkunden. Eieieiei. Also, Digga, das macht mich echt fertig mit der Zombie-Apokalypse. Ich sage euch ehrlich, Leute. Hier, was können wir hier alles noch gebrauchen? Ein Namensschild, Granaten, irgendeine Chipkarte, Wolle, TNT, Heal Potion und ein bisschen Fleisch noch. Okay. Also schreibt gerne mal in die Kommentare rein, Leute, wie ihr unseren Bunker findet. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich denke, so wie der Bunker aktuell ist, sollten wir schon erstmal fürs Erste sicher sein. Das ist schon Level 32, sehe ich gerade, ne? Das ist schon echt krass. Ich gucke jetzt mal, was wir jetzt hier mit diesem komischen Copper machen können. Digga, hört ihr das schon wieder? Von wo kommt das? So, ich habe jetzt Folgendes rausgefunden. Man kann sich mit so Händeln und mit diesen besonderen Ingots so krasse Waffen craften. Ich habe mir damit jetzt so ein Copper Sword gecraftet. So eins. Das soll anscheinend richtig OP sein. Man kann sich auch so einfach so Waffen craften. Schaut mal. Aber, Digga, was geht? Hallo? Tschüss! Tschüss! Was geht jetzt ab? Hä? Junge! Bro, was geht denn jetzt ab? Stopp mal, was geht denn jetzt ab, Bro? Was geht? Bro, warte mal. Schau mal, was geht ab, Bro? Was ist? Digga, was ist denn jetzt los? Digga, das Schwert macht One-Hit. Aber doch nicht. Digga. Bro. Was ist da? Bro. Was? Das
Das war mein erster Tod, aber was ist da gerade passiert? Was zur Hölle ist da gerade passiert, Leute? Digga, was geht hier? Tschüss, ich habe vergessen zu schlafen. Das geht anscheinend bei Nacht ab. Digga, ich konnte gar nichts mehr machen. Ich war gerade so glücklich, dass ich mir so ein fettes Schwert gecraftet habe. Ich war der Meinung, jetzt kann mich keiner mehr besiegen, weil ich so ein krasses Schwert habe. Und auf einmal wurde meine komplette Base geraidet. Meine komplette Base wurde einfach geraidet. Auf einmal sind die von allen Seiten gekommen. Digga, ich muss erstmal zurück zu meinem Bunker und mir mein ganzes Stuff holen. Ich habe nichts mehr, Leute. Guckt euch das an. Ich habe nichts mehr. Das kann nicht sein. Was ist da gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Auf einmal wurde meine komplette Base geraidet. Ich hoffe, ich finde meinen Bunker wieder. Aber Digga, was ging da gerade ab? Da hinten ist mein Bunker. Digga, ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Ey, auf einmal, ich bin sprachlos gerade. Digga, geht's, oh mein Gott, geht's tief nach unten, Alter. Holy shit. Digga, und überall diese Zombies, Digga. Digga, was geht hier ab? Guckt euch das an. LOL. Das Schwert hat ja voll wenig HP. Digga, stopp mal. Bro, hallo. Hallo, meine komplette Base wird schon wieder geraidet. Digga, ich schaff das nicht mehr. Das ist zu viel. Ich muss schlafen, Leute. Ich muss schlafen. Die Nacht ist unmöglich. Ich hab noch ein Herz. Digga, das war's, Leute. Ich muss gucken, dass ich in irgendeinem Haus ein scheiß Bett finde. In der Nacht ist das unmöglich zu überleben. Leute, ich muss jetzt unbedingt ein Bett finden, sonst bin ich am Arsch. Digga, komm schon, bitte. Ja. Digga. Oh mein Gott, Bro. Digga, ich muss jetzt zurück zu meiner Base, sonst despawn die Sachen. Warte mal, welche Richtung muss ich? Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ey, Leute, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich hoffe einfach nur, dass meine Sachen nicht despawn sind. Wir dürfen auf keinen Fall... Also, ihr seht, eine Nacht ist unmöglich. Meine komplette Base... ist einfach kaputt. Die haben sich da einfach durchgefressen. Durch die komplette Base. Einfach durchgefressen. Durch Stein, durch Holz, durch Erde, durch alles einfach. Also, ich bin euch jetzt ganz ehrlich. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns wirklich langfristig irgendein Gebäude in der Luft bauen müssen. So wie wir es hier gemacht haben. Weil alles in der Erde ist... Das überlebst du nicht. Ich hatte das krasseste Schwert gefühlt. Und ihr habt gesehen, es hat mir nichts gebracht. Ich wurde einfach über den Haufen gerannt. Auf einmal waren 3 Milliarden Zombies bei mir. Ja, guckt euch meine Base an. Alles kaputt. Guckt euch das an. Alles kaputt. Digga, mir fehlt doch die Hälfte. Ich bringe mein kompletter Bunker. Einfach alles ist kaputt. Digga. Guck mal, die kamen von hier unten. Ist irgendein Gang. Die haben sich durch alles durchgegraben. Wo ist mein Helm? Wo ist mein Helm? Mein Helm ist weg, Leute. Digga. Ich fass es nicht. Es sind so viele Sachen verloren gegangen. Digga. Auch hier, wo sind die Ingots? Ich habe einiges verloren dadurch. Also entweder einiges haben wahrscheinlich Zombies sich selber mitgenommen wahrscheinlich oder so. Aber mir fehlt auf jeden Fall das ein oder andere. Das ist mir so ein Rätsel, wie das passieren konnte. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie kaputt hier alles ist. Guckt euch das an. Die haben sich durch alles durchgefressen. Hier, von allen Seiten. Hier. Tja, vor allem ich habe sehr, sehr viel dadurch verloren. Ja, wir müssen umziehen, Leute. Wir müssen dringend umziehen. Das bringt's nicht. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Digga. Ich fass es nicht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind überall sicher, aber nicht hier. Ich dachte, dieser Bunker ist so heftig, aber... Vor allem, ich meinte noch zu euch, guckt euch dieses fette Schwert an. Guckt euch dieses fette Monsterschwert an. Aber selbst damit keine Chance. Ihr habt es gesehen, ich wurde einfach über den Haufen gerannt. Wie als wäre nichts. Was machen wir, Leute? Ich nehme jetzt das Wichtigste mit und dann müssen wir echt schauen, was wir machen. Ich mache jetzt alles, womit wir nicht so viel anfangen können, mal hier rein. Und dann nehme ich das Wichtigste mit. Digga, woher? Und wo kommt ihr denn alle? Das kann nicht sein. Okay, Redstone vielleicht noch mitnehmen. Und sonst... Tankregeneration, Stein, unsere Kohle nehme ich noch mit und die Redstone-Lampen. Nehmen die Redstone-Lampen noch mit, Leute. Dann müssen wir Tschüss sagen zur Base. Es tut mir so leid, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Was soll ich machen, Leute? Ich kann hier nicht bleiben. Das geht nicht. Bett vielleicht noch mitnehmen. Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe mich so auf den Bunker gefreut und der, guckt euch das an. Geht weg, der. Die haben alles kaputt gemacht. Guckt euch meinen Bunker an. Die haben sich durch alles durchgegraben. Na, wir sind hier nicht mehr sicher, Leute. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir müssen weiter. Es bringt nichts. Wir müssen weiter, Leute. Ach, Mann. Ich würde aber tatsächlich, bevor wir weiterziehen, noch ganz kurz oben warten und eine Nacht durchschlafen, weil sonst reisen wir bei Nacht und das ist nicht so schlau. Deswegen würde ich sagen, Leute, platziere jetzt kurz mein Bett und dann warten wir kurz und sehen uns am nächsten Tag. Gleich. So, neuer Tag, Leute. Ich gucke hier nochmal, ob wir irgendwas haben, aber... Ja, ich nehme jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Essen mit maximal, aber... Sonst, Digga, geh weg, wirklich. Ich bin so sauer. Ich hab
Ich habe gedacht, ich habe endlich eine Base, wo ich so sicher bin, wo ich so... Und dann bin ich einfach gestorben und alles war... Ich habe einiges an Materialien verloren, ich habe... Aber okay, Leute, jetzt sind wir gezwungen. Wir gehen wieder auf Erkundungstour. Wir erkunden weiter. Und wir müssen uns irgendwie was suchen, was ein bisschen höher gelegen ist. Wo wir auf jeden Fall ein bisschen sicherer sind, weil... Ja, so sind wir auf keinen Fall sicher. Auch nicht mit so einem fetten Monsterschwert, aber hier die Militärbase, die haben in der letzten Folge schon leer geräumt. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Ich glaube, ich nehme die Monitore mit, die sehen ganz cool aus. Die können wir dann in unsere neue Base reinmachen. Ich denke, das ist ganz lustig. Kann nur zwei davon mitnehmen, oder was? Naja, dann nehmen wir nur zwei mit. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin immer noch sprachlos. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass... Ich weiß nicht. Was ich noch machen wollte, ich weiß, hier waren ganz viele Bücher in der Kiste. Genau, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das machen wir mal. Und dann, weiß nicht, ich glaube, hier hatten wir, glaube ich, aber alles schon durchgeguckt, ne? War ich der Meinung, hier in den Häusern. Hier wird, glaube ich, auch nichts Besonderes mehr. Haben wir hier unten schon? Was ist hier unten? Tschüss! Was ist das denn? Hier ist einfach ein Gefängnis, oder was? Was geht denn hier ab, Leute? Was ist das denn? Lol? Lol? Digga, war da gerade irgend so ein krasses, da war irgend so ein krasses Schild gerade drin, Leute. Holzkohle auch sehr wichtig. Ja, das Hammelfleisch können wir vielleicht noch mitnehmen. Das macht vielleicht Sinn. Krass, Digga, was ist das hier? Ist irgendein Gefängnis. Lol. Da war irgend so ein krasses Schild drin. Lol. Tschüss. Ich glaube, das Schild könnte sehr wichtig gewesen sein, Leute. Ich glaube, sonst ist hier nicht mehr. Aber krass. Okay. Ja, ist doch geil, dass wir noch so ein Schild gefunden haben. Ich glaube, mit dem Schild können wir uns vor so richtig krassen Monstern einfach so den machen, Leute. Aber warte mal, ist da hinten auch noch ein... Lol. Das sind auch noch Häuser da hinten. Da müssen wir auch noch hin. Da war ich noch gar nicht. Okay, krass. Sonst ist hier noch irgendwas. Hier ist noch ein Spawner undercover. Weg damit. Ansonsten, ja, hier ist sonst, glaube ich, nichts Besonderes. Mal warte, hier oben war ich auch noch nicht. Da ist noch ein Schwert. Okay, das Schwert nehme ich auch mal mit auf Safe. Ah, das Namensschild möchte ich vielleicht nicht weglegen. Das wäre vielleicht ein bisschen dumm. Das ist eigentlich relativ wertvoll. Keine Ahnung, für was wir später mal brauchen. Wobei, nee, das ist eine Smoke Grenade. Eine Smoke Grenade brauche ich nicht. Okay. Ja, die Brücke wurde auch komplett zerstört, kann das sein? Lol. Aber okay. Wir haben auf jeden Fall einige neue, coole Sachen gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten, was ist das? Hier ist irgendein komplett kaputtes Haus. Ist hier vielleicht irgendwie eine Truhe oder so? Ich wusste, hier ist eine Truhe. Ich wusste das. Treibsandeimer. Und so eine Pferdrüstung. Aber so eine Pferdrüstung brauche ich eigentlich nicht. Aber okay. Dann gehen wir mal weiterschauen, hätte ich gesagt. Warte, hier geht's Richtung Matutu Town. Okay. Was auch immer Matutu Town ist, Leute, wir laufen dahin. Danger. Hier ist Treibsand. Ja, da möchte ich nicht rein. Weil wenn du da einmal reinfällst, dann bist du tot eigentlich. In der letzten Folge bin ich da mal so halb reingefallen. Bin ich auch fast gestorben. Und ah nein, es wird dunkel, Leute. Nicht gut. Es wird dunkel, das ist nicht gut. Es wird dunkel, das ist nicht gut. Wir müssen jetzt schnell hier hoch. Digga, was ist das für eine krasse Town hier? Das ist voll das krasse Schloss. Digga, lol. Was ist das hier? Erstmal schnell alle Spawner hier beseitigen. Das ist wichtig. Erstmal schnell, wir erkunden gleich alles in Ruhe, aber erstmal, hier ist ein Pferd. Lol, lol. Aber ich möchte erstmal gucken, dass wir hier die ganzen Spawner wegmachen. Okay, Leute, ich schlage jetzt kurz mein Bett auf. So, neuer Tag. Erster Zombie kommt hier schon, so wie es aussieht. Aber krass. Wir haben hier nur ein Buch drin. Aber krass. Hier ist eine komplett neue Town, Leute. Da kommen zwar auch relativ viele Monster, aber egal. Lol, was ist das denn? Digga, warum kommen ja eigentlich auf einmal so viele Monster schon wieder? Digga, warum kommen hier so viele Monster auf einmal? Ich hole ja mein Schild direkt aus. Digga, mein Schild scheint... Tschüss! Digga, woher? Digga, woher? Man merkt, Leute, wir sind wieder in einer Stadt, wo es noch ganz viele Spawner gibt. Man merkt es, denke ich. Ja, so war es am Anfang in der anderen Stadt auch. Aber Digga, was ist hier alles? Digga. Ja, Spawner weg. Aber lol, hier sind voll viele Truhen. Tschüss! Tschüss! Warte mal. Lol. Hier sind voll die krassen Sachen drin überall. Digga, guckt euch das an. Okay, das müssen wir uns merken. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's irgendwo hin, wohin auch immer. Hier oben ist auch noch eine Etage. Lol. Digga. Ihr müsst jetzt hier jede Truhe durchgucken, Leute. Safe in irgendeiner Truhe ist was Krasses. Haben wir vielleicht, nehme ich mit. So. Heißes Quellwasser. Quellwasser, das ist, glaube ich, sehr gut, Leute. Da können wir uns, glaube ich, so Trinkwasser draus machen. Sattel, auch wichtig. Ja, wie viel Zombies unter mir sind schon wieder, ne? Aber okay. Krass. Aber guckt euch das an.
Digga. Guckt euch das an. Was geht hier ab? Digga, ist ja nicht mehr normal. Ist ja nicht mehr normal, was hier abgeht. Die machen alle Kisten kaputt. Digga, was ist das für ein Gemetzel hier, Alter? XP nehme ich aber mit auf jeden Fall. Aber das... Was auch immer das ist, Leute. Ich nehme es mit, weil es sieht sehr, sehr, sehr krass aus. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme es mit. Hier sind so ganz viele Enchantment-Bücher. Das brauchen wir nicht. Nee. Nehme ich mal auch noch mit, die Pfeile. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Digga, hier gibt es so viel zu erkunden. Das ist geisteskrank. Was ist das? Lol. Einfach so Christmas. Ist so gebratene Herzen irgendwie. So, das ist besser. Wir nehmen das mit. Ansonsten, was ist das hier für ein komischer Tempel? Ist irgendein Tempel, Leute. Der ist irgend so... Digga, was zum Fick. Bruder, okay, chill. Da hängt einfach jemand. Man will auch nicht, dass man irgendwie hier hochkommt. Deswegen gehe ich jetzt mit Absicht hier hoch. Ja, okay. Ja, das ist doch schon besser, bin ich der Meinung. Ganz viel Goldblöcke nehme ich auch mit. Ja, wäre irgendeine Kirche, Digga. Digga. Leute, wo bin ich hier gelandet, Alter? Digga. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus, finde ich. Ich gehe wieder raus hier. Digga, also Leute, ihr seht die Zombie-Apokalypse. Mit der ist echt nicht zu spaßen. Aber es gibt hier trotzdem noch einiges zu erkunden, ne? Ich weiß, ich war mir hier überall schon. Da hängt auch jemand. Warum hängen hier überall Leute? Bro. Chill doch. Ja, ein Spawner. Weg damit. Aber ich glaube, sonst waren wir jetzt überall, Leute, ne? Hier ist ein Pferd. Ein Pferd ist geisteskrank wichtig. Wir müssen das Pferd zähmen, Leute. Ein Pferd wäre sehr, sehr wichtig. Ich muss jetzt das Pferd zähmen. Pass auf. Digga, ey, hallo. Hör doch auf, dich hier überall durchzubauen. Was soll das? Ich muss jetzt das Pferd zähmen. Komm her, ich brauche das Pferd. Ja, komm. Ja, let's go. Let's go. Let's go. Pferd ist gezähmt. Wir haben jetzt ein Pferd, Leute. Sehr wichtig. Ich nehme jetzt auch das Weizen mit. Das Weizen ist wichtig. Und dann machen wir einen Abgang. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Digga, wir haben ein Pferd, Leute. Ein Pferd in einer Zombie-Apokalypse ist so wichtig. Digga, oh mein Gott. Das Pferd macht uns so vieles leichter. Ansonsten, was ist das hier? Warte mal, Pferd. Was ist das? Digga, was ist das hier? Der ist irgendein Schlafraum. 3 Milliarden Betten. Lol. Okay, Pferde müssen aber jetzt weiter. Okay, Leute. Ich würde einfach sagen, das soll es mit der heutigen Folge auch gewesen sein. Wenn ihr Bock auf den Teil 3 habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.